Servus Leute, zurück zu Let's Play Solastar. Wir befinden uns hier, ja, in einem geheimen Labor des Suprimats, würde ich mal sagen. Also wir haben ja uns das vorletzte Mal schon mit den Außenwachen beschäftigt. Jetzt sind wir eingedrungen und haben uns hier mit den Innenwachen beschäftigt. Da war ein Mana-Wissenschaftler. Wir hätten hier viel reden können, wenn denn die Leute gesprächsberechtigt wären. Aber wir haben uns ja schon längst mit dem verscherzt. Jetzt schauen wir, wir suchen irgendwelche Schlüsselkristalle, damit wir nach unten kommen. Zweites Geschoss. Oh, sieht einmal das an. Das sieht interessant aus. War das eine Falle oder? Okay, das ist natürlich auch hochinteressant. Kannst du nicht einfach da rauflaufen an der Wand? Schade. Ach du Schande, das zweite Geschoss ist gar nicht so klein, wie es scheint. Was haben wir hier Feines? Ah, da wäre sowieso verschlossen gewesen. Der Ort nutzt irgendwie Schlüsselkristalle, hieß es. Die Wachunterkünfte. Und hier geht es runter. Und rauf. Ich hoffe, wir haben alle Wachen besiegt, weil die Wachunterkünfte ohne Wachen. Da ist ein Kristall, kann das sein? Bei plus 1. Ein bisschen Projektilteile zum Craften, falls wir es jemals machen würden. Da geht's. Okay. Da oben geht's zur Sache. Aktiviert den Aufzug. Erstmal gehe ich da runter. Wo komme ich denn hier hin? Ah ja. Da wäre ich hier runtergekommen. Okay. Mhm. Das ist in Ordnung. Dort oben haben wir Kämpfe zu bestreiten. Ja, und die führen uns in irgendein Gebiet, das unidentifizierbar ist. Die Frage ist nur, wann werden wir bemerkt? Jetzt. So. Guten Tag, die Damen und Herren. Waren hier nicht mehr drin? No. Okay. Oh ja. Trotzdem gewonnen. No. Ja, gehen wir mal rein, dann sehen wir ein bisschen mehr. Okay, gut zu wissen. Tatsächlich will ich bloß rein, um was Böses da drin zu machen. Can't say I'm surprised. Naja, ist egal. Mächtige Zauber. Jetzt muss ich selbst mal sehen, wie es am klügsten ist. Natürlich am klügsten ist es, wenn meine nicht davon betroffen werden. Schade, das steht genau im Weg. Sonst hätte ich es perfekt positionieren können.
Ah ja, sie sind ja überrascht. Das ist ja sehr gut. Sehr gut. Nein. Sie. Ich dachte... zu spät. Ich dachte, er ist dran. Ja, sie... Sie kann jetzt keine Magie mehr wirken dadurch. Weil sie die falsche Waffe hat. Ja gut, die werden fast sterben. Überrascht, ich weiß gar nicht, wer dort unten ist überhaupt. Aber das macht nichts. What? So, leidet, leidet. Einfach nur leiden sollt ihr. Nein, ein Leben, ernsthaft. So. Dadurch, dass ihr leiden sollt, helfe ich euch noch ein bisschen beim Leiden. Nee, so, so ist gut. Solasta, Ivo, Malmis. Good kill. Die anderen sind fast tot. Vielleicht klappt es ja. Nein, schade. Go to hell. Ein Arkanist ist da noch unten. Und ein Soldat ist da noch unten. Der hat seinen eigenen Mann gekillt. Das ist okay. Das ist auch okay. Gehst du in die Wolke rein? Ja, du gehst in die Wolke rein. Das Schöne ist ja, wir haben unten, glaube ich, einen Platz zum Heilen. Also können wir immer All-In gehen und dann schnell zurückgehen. Sehr geil. Das macht alles viel, viel einfacher. Du hast die Konzentration noch auf die Todeswolke. Dann machen wir das mal weg. Stattdessen Kältekegel. Mächtig. Solasta, Ivo, Malmö. Hätte sie keinen Erfolg gehabt, dann wäre sie tot. Respekt. So kann ich dich irgendwie abhalten, davon was zu machen? Ja, glaub schon. Das müsste reichen. Ich kann es nur machen, wenn ich allen Schaden mache. Na gut. Das geht nicht. Das ist doof. Ein bisschen lächerlich, aber gut. Dann ist es halt so. Sie hat's überlebt. Mist. Milfsäurepfeil. Sie zu erwischen ist nahezu unmöglich, deswegen schießen wir sie ab. Yep. Gut, ein weiterer Bereich geklärt von Soldatenwachen. Was ist denn mit denen? Warum sind hier so viele von denen? Oh, das sind wieder so Sachen. Die was machen? Idiot. Und das? Und das? Da wird bloß was verbrannt.
Oh, wäre das sozusagen ein Ausgang? Wären wir da von oben gekommen? Hier? Bringt es mich raus an die Oberfläche? Wäre das ein Schornstein-Eingang gewesen? Würde Sinn ergeben, oder? Ja, tatsächlich. Einer der Schornsteineingänge hätte mich direkt zu einem Haufen Wachen gebracht. Ist das nicht nett? Naja, aber die sind schon mal weg. Wir brauchen immer noch irgendwelche Würfel oder so. Wobei, einen haben wir ja gefunden. Ich weiß nicht, welche Form der hat. Ob es da verschiedene gibt. Wir müssen nach Sachen schauen. Okay, Notizen haben wir gefunden. Schön. Die haben sehr viel Geld. Nette Zauber. Geld, 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 Geld. Irgendwas Besonderes? Nee. Gut, was haben wir dort unten? Da haben wir irgendwas kaputt gekokelt oder so. Da sind Flammen aufgegangen. Eine schöne, sehr wertvolle Halskette. Damn, a trap. Das ist eine Falle. Aber super irrelevant, diese Falle. Super viel drin. Right. A trap. Lol. Irgendwas hat sich gerade bewegt gehabt. Als wir da drüber gelatscht sind. Hier ist irgendwie alles ein bisschen ruckelig, kann es sein? Achso, ja, ich wollte ja sowieso runter. Und mir Heilung gönnen. Weil dann können wir immer wieder all in gehen bei den Kämpfen. Es ist auf jeden Fall ein super angenehm, interessantes Gebiet auch, finde ich. Oh, leveltechnisch haben wir sowieso noch eine weite Reise vor uns. Aber super interessant, was hier unten abgeht. Ich bin sehr gespannt, was wir herausfinden werden. Und ich bin sehr verwirrt, obwohl... Ich habe jetzt mal den Task Manager geöffnet nebenbei, seit dem letzten Mal. Obwohl alles bei meinem Rechner recht entspannt ist. GPU ist gerade mal bei 70% maximal. Ruckelt das Spiel. Vielleicht muss ich es danach mal neu starten, anstatt weiter aufzunehmen. Oder das Spiel will mir einfach sagen, ja, du spielst jetzt schon viel zu lang, aber ich hab Bock, Spiel. Oh, was passiert, wenn wir die Haupttür einfach öffnen? Die ist verschlossen, stimmt. Okay, wäre gut. Sie ist so verschlossen, das ist nicht unbedingt schlimm. Wir können es locker umgehen, aber wir können auch andere Wege gehen. Noch ein wenig schneller, bitte. Okay, dann gehen wir von außen nach innen und schauen, was hinter diesem. Na gut. Mana-Bastler und Mana-Wissenschaftler. Oh, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, dass ich gegen euch kämpfen muss. Damn it. Ach, du Schande, das sind einfach bloß Forscher hier. Das tut mir echt sehr leid, irgendwie. No. Okay.
Das tut mir leid. Glaubt ihr zwar vielleicht nicht, aber mir tut's trotzdem leid. Die können halt nichts. Das ist halt ein Massaker, was ich jetzt gerade mache, aber ich habe keine Wahl. Die greifen mich ja prinzipiell wahrscheinlich an. Gut. Wie bringe ich das schnell hinter mir? Touché. Oh, das wird dem Herrscher nicht gefallen, dass ich seine ganzen Wissenschaftler erledigt habe. Okay, die greifen mich halt an. Mit Säurepfeil und auch. Oh, ist nicht schlecht. Mana Gelehrter ist wahrscheinlich der stärkste von allen. Da ballern wir doch gleich mal nach oben was Schönes. Wenn es denn ginge. Geht nicht. Auch das geht nicht. Ja gut, dann sparen wir einfach. Mana Gelehrte, Mana Wissenschaftler, Mana Gelehrte. Oben sind die Mana Bastler. Mana Bastler 22 Mal. Oh, okay, die sind stärker. Na dann. Nee, machen wir konzentrierter Zauber, damit sie ein Nachteil sind. Jetzt gecountert! Ich hasse diese Konterfähigkeit. Die ist stark. Okay. Zum Glück hatten alle einen Erfolg. Aber dafür, dass sie nicht so stark sind, sind sie starke Gegner. Also, ich dachte erst, es wird ein Gemetzel. Stattdessen ist es gar nicht mal so ein Gemetzel geworden. Der war stark, der Elementar. Der soll mal mitkämpfen. Währenddessen geht's zur Sache hier. Okay. Ein bisschen näher an die anderen Gegner ran und gut ist. Verätzt er ja. Wow! Okay, ja, der hat stark geworfen. Messer gegen den Erdelementar. Jo. Ah, der gibt gute Schellen. Richtig gute Schellen viel, Mann. Oh, sogar kritische. Der dort unten, darum wendet sich schon. Ja, gut. Kann nichts anderes machen. Lassen wir ihn zu Tode erstrahlen. Keep him coming. Einer weniger, der was machen kann. Oh, shit. Ach, du Heilige. Ich habe die Konzentration über den verloren und dadurch... Tödliches Phantom. Solasta Oli Albi. Fängt sich durch ein Phantom. Stirbt er jetzt? Wollte gerade fragen, wenn der auch einen Feuerball castet... Tut das weh. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Erdelementar arbeitet. Greift der jetzt mich an oder wen? Natura,
Der wird wahrscheinlich gegen Gift immun sein. Und ich werde an ihm vorbei müssen. Er kommt auf seinen Herrscher zu. Das ist unangenehm. Ja, da muss ich den besiegen. Wobei, muss ich den wirklich besiegen oder kann ich da auch einfach... Kann ich das einfach... Wer hat die Konzentration? Ah, der dort hinten. Der dort oben lebt noch. Auch du kriegst ein... tödliches Phantom ab. Sehr schön. Das war's schon. Sehr schön. Ich habe die Kontrolle verloren. Herrlich. Ja gut, hauen wir raus, was geht. Dadurch kriegt der Zwerg was ab. Nein, sie kriegt was ab, hä? Sei es drum. Kreiert die Erfahrungspunkte für den Gegner. Aua. Das Schöne ist, jetzt kann ich mir wieder rasten können. Okay, wer kommt nicht? Oh, dachte, das ist was Wertvolles. Okay, da kommt man in einen weiteren Raum. Bärenhybride. Fortschrittsbericht. Oh, jetzt könnte es losgehen. Jetzt könnte es losgehen mit Erklärung, was hier eigentlich los ist. Jetzt könnte es beginnen. Haben wir schon wieder zu viel Zeug im Inventar. Ein Bärenhybride. Mutierter Bär. Dann wissen wir... My Lord, wie ihr wisst, war unsere Arbeit mit den Bären sehr erfolgreich. Ihre Wildheit und Stärke sind unübertroffen. Sie sind wirklich furchterregend. Aber es gibt noch bessere Nachrichten. Letzte Nacht hat einer unserer Bären zwei gesunde Junge geboren, die alle Anzeichen unserer Arbeit aufwiesen. Wir haben es geschafft, die Änderung vererbbar zu machen. Allerdings hat die Wildheit der Spezies dazu geführt, dass die... Vielleicht, dass die gefressen, die Kinder getötet wurden vom Bären oder keine Ahnung. So, hier gibt es einiges zu looten. Theoretisch zumindest. Tränke. Zauber. Das ist was Feines. Gibt es noch mehr Sachen zum Lesen? Ja, mit Sicherheit. Tierdrachenmutant. Okay, hier gibt's... Die haben einige Experimente. Also, das ist sozusagen das Labor, das gegen das Volk arbeitet und prinzipiell Experimente an Tieren durchführt. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Hier geht's auch rauf. Wahrscheinlich wäre das auch ein alternativer Weg gewesen, um von oben reinzukommen. Das wäre der andere Eingang gewesen. Oh, ein nimmervoller Beutel. Nett. Polymorphiebericht. Das Problem ist nicht physikalischer Natur. Soweit wir wissen, ist unser Lord Protector gesund, dass er seine höhere Form nicht mehr annehmen kann. Oh, er hat eine höhere Form, der Lord Protector? Kann es sein, dass es irgend so ein uralter Drache ist oder so? Kann eigentlich nur bedeuten, dass wir einen grundlegenden Aspekt übersehen. Da müssen wir weiterhin an möglichst vielen verschiedenen Testobjekten experimentieren und Tiere sowie diese lächerlichen Begleiter. Oh, ich krieg langsam einen Eindruck,
dass der Lord Protector... Gut, dass wir nicht direkt angegriffen haben, weil anscheinend ist der Lord Protector ein höheres Wesen. So ist zumindest langsam mein Eindruck. So, sie kann auch einiges schleppen. Interesting, dass der Lord Protector anscheinend ein höheres Wesen oder ein anderes Wesen ist. Suchner, verschafft euch Zugang zu den unterirdischen Ebenen des Komplexes. Da geht's mit Sicherheit nach draußen. Okay, und das ist bloß ein einzelner Raum. In der Theorie zumindest. Na, dann wirken wir halt. Öffnen. Wir haben einen Kristall gefunden. Das wird wahrscheinlich dann halt... Achso, das wäre nur ein anderer Eingang gewesen. Wir sind zwar angeschlagen, aber das gönne ich mir noch. Wenn es ein Fehler ist, dann ist es ein Fehler. Okay, die Tür ging gleich auf. Ich wollte erst noch was casten. Nee, eigentlich darauf will ich nicht. Da rein will ich bloß. Könnt ihr jederzeit ein Vampir oder sowas, ein höherer... Was habe ich gefunden? Der dreilagige Kodex. Was habe ich denn gesucht? Oh, da hätte ich... Verwende den Aufzug, um in die untere Ebene zu gelangen. Aufzug? Wo kommt man denn... Wo ist denn hier ein Aufzug? Phase 2. Mutierter Landhai. Phase 2 des Testverfahrens ist abgeschlossen. Der Landhai zeigt sich wieder vielversprechend. Sein Panzer ist härter, durch seine verbesserten Muskeln kann er springen und sein Kiefer kann selbst Steine zermalmen. Um zu Phase 3 überzugehen zu können, benötigen wir geeignete Gegner, um ihn an seine Grenzen zu treiben und den bisherigen Erfolg unserer Arbeit zu beweisen. Ah, kann es sein, dass mich der Lord Protector irgendwann... Irgendwann hätte er mich doch hierhin geschickt, oder? Um mich zu opfern. Haben wir das schon? Das haben wir auch schon. Und dann hier ist noch so ein Edelstein oder Kristall. Öffnet das Sicherheitstor. Aber wir hätten nicht... Ah, hier wäre noch ein alternativer Weg gewesen. So, wir haben einiges gefunden, würde ich mal behaupten. Jetzt wieder rasten, das gönnen wir uns. Ach du Schande, das Spiel leckt langsam immer heftiger. Es braucht wirklich mal eine Ruhephase. Aber ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt müssten wir hier durchkommen, oder? Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Stein. Wir haben zwei Kristallsteine. Einer muss schon der richtige sein, hoffe ich. Und dann geht's hier in den Untergrund. Wo wahrscheinlich die ganzen... Wo wahrscheinlich die Kreaturen dann warten. Das ist eine coole Nebenstory. Das, also im Vergleich zu hier Rebellion und sowas, zu den Fraktionsquests, die eigentlich hauptsächlich Thema sein sollten, ist das ja mal richtig mega als Quest. Na gut. Aber was uns da drun, da unten erwartet, das werden wir beim nächsten Mal sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.